Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coaster Talk. Ihr habt in der letzten Folge abgestimmt. Der Coaster der Woche in dieser Woche ist der Schwurdeskanon im Hansapark in Deutschland. Der Schwurdeskanon ist ein 73 Meter hoher Gerstlauer Infinity Coaster, der für gut 26 Millionen Euro im Hansapark in Deutschland gebaut wurde. Die Besonderheit an dieser Bahn ist der Lifthill, der noch die eine oder andere Überraschung für den Fahrgast zugute hat. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was es da genau gibt, guckt euch einen Allrider an oder fährt selber damit. Jetzt seid wieder ihr dran. Ihr könnt abstimmen, welcher Coaster soll in der nächsten Coaster Talk Folge Coaster der Woche werden. Dieses Mal steht zur Auswahl einmal die Euromir aus dem Europapark oder aber die Silverstar ebenfalls aus dem Europapark. Klicke oben rechts auf die Infokarte und stimme ab, welcher Coaster soll der Coaster der Woche in der nächsten Coaster Talk Folge werden. Im Technikblock dieser Folge schauen wir uns einmal ein neues Konzept von Muck Rides an. Ja genau, Muck Rides, das sind die Jungs mit Star Trek, Operation Enterprise, Project Helix und dem Europapark. Ja, ich weiß, diese Jungs, die sind sehr gut in unseren Coaster Talks vertreten. Ende 2016 hat Muck Rides ein neues Konzept vorgestellt und zwar handelt es sich dabei um den Extreme Spinning Coaster. Ein Spinning Coaster mit Launchantrieb und Überkopfelementen? What? Ja, klingt geil, ist es bestimmt auch. Und nachdem wir bereits erste Videos gesehen haben von Blue Fire mit einem Spinning-Zug, wissen wir auch, wohin uns die Reise führen wird. Aktuell ist mir noch kein Park bekannt, der einen Extreme Spinning Coaster bauen wird. Wenn es aber News zu einem Coaster geben wird, der gebaut wird, werdet ihr es auf jeden Fall hier erfahren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Extreme Spinning Coaster Konzept hält und ob ihr wirklich Bock drauf habt, beim Spin noch Überkopf zu stehen. Also mir reicht das Spin ja schon komplett, da muss ich nicht unbedingt noch Überkopf stehen, weil beim Spin wird mir generell immer schon schlecht. Es ist wieder soweit, wir gucken uns No Limits 2 Coaster von euch an. Dieses Mal leider doch nicht von euch, weil mit euren Coastern habe ich noch was anderes vor. Wir gucken uns heute meinen allerersten Scripting-Versuch an und ich finde, der ist eigentlich ziemlich gelungen. Womit wir auch schon beim Newsblock wären, nächstes Wochenende eröffnet in Spanien die neue höchste Achterbahn Europas. Red Force in Ferrariland Spanien ist mit seinen 112 Metern nun die höchste Achterbahn Europas. Fun Fact, die zweithöchste Achterbahn Europas, Shambhala, ist weniger als 1 Kilometer von der neuen höchsten Achterbahn Europas entfernt. Ferrariland ist übrigens ein neuer Freizeitpark, der zur PortAventura World gehört. Und jetzt mit Red Force, einem 112 Meter hohen Intermin Launch Coaster, die höchste Achterbahn Europas hat. Noch ein Fun Fact. 2018 gibt es eine neue höchste Achterbahn Europas, und zwar in Polen. Das war's mit dem Coaster Talk. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht abzustimmen, welcher Coaster der Woche in der nächsten Folge werden soll. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, ein Abo wäre auch ziemlich geil. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Greenie. Ciao!